von hier ist das so viel einfacher als von hier richtig an den Ball zu kommen. Hallo, willkommen beim Wohnhotel Golf. Erstmal, egal wo du jetzt bist, ich hoffe sehr, dass es dir und deiner Familie gut geht und dass du irgendwie diese Weihnachtszeit genießen kannst. Okay, heute, das ist das zweite Teil meiner Golftraining zu Hause im Winter Serie. Es geht um Ende des Rückschwungs. Ganz entscheidend. Wie geht es bei dir? Was für ein Gefühl hast du oben? Hast du das Gefühl, dass du gekreuzt oben bist? Oder ist es oben ein bisschen wackelig? Oder weißt du nicht genau, wo dein Schläger ist? Das ist natürlich nicht gut. Dann weiß man nicht, wie man runter zum Ball sollte. Wenn das der Fall ist, oder wenn du einfach wissen möchtest, wie komme ich in eine neutrale, gute, solide Position oben, dann habe ich eine super Übung für dich. Und das Tolle ist, du kannst es überall tun. Du kannst es zu Hause in deinem Wohnzimmer. Du siehst, ich habe einen Besenstiel in meiner Hand und ich bin in meiner Garage heute. So, es würde sogar auch mit einem kleinen Stock oder sogar einem Stift funktionieren. So geht es. So, nimm deinen Stand ein. Bitte, ich sage das immer, weil es so wichtig ist, beim Stand schau, dass deine Hüftgelenke oberhalb von deinen Knöchel sind. Viele Golfer sitzen zu sehr. Und wenn ich zu sehr sitze, passieren verschiedene Dinge. Ich tue das und ich kann mich nicht richtig drehen. Okay, so, das ist wichtig. Aber nicht das Thema für heute. So, beim Ausholen fangen wir an mit dem Rückschwung. Wir drehen Hüfte, Schulter. Und dann in dieser Position, während der Schläger parallel zum Boden ist, ist Folgendes entscheidend, damit du oben richtig bist. Guck erstmal, dass deine Hände ungefähr oberhalb der Fußlinie sind. Wir wollen sie nicht da haben, natürlich auch nicht da. Und dann der Schlägerkopf, in diesem Fall mein Besenkopf, sollte etwas vor der Fußlinie sein. Weil wenn du das schaffst, ist das zweite wichtige Teil sehr möglich. Von hier, alles was ich tun brauche, ist zu winkeln. Und wenn ich winkeln sage, dann meine ich das. Daumen hoch. Okay, so ich komme in diese Position und winkeln. Nur wenn ich winkle, schaue ich, dass ich mein Handrücken eher gerade bekomme. Ich möchte nicht so winkle. Wenn ich mein Handrücken gerade bekomme, dann weißt du, ja, dann ist die Schlagfläche entweder gerade oder leicht geschlossen. Und damit kann ich viel besser arbeiten, als wenn ich meine Schlagfläche offen habe. Das Winkeln ist auch gut, weil dadurch hebe ich meine Arme und werde dann nicht zu flach. Okay, so sehr machbar, in diese Position kommen und winkeln. Du kannst am Anfang das 1-2 tun, aber dann ist es wichtig, dass du es aus einer Bewegung machst, dass es flüssig ist. Von hier ist das so viel einfacher als von hier richtig an den Ball zu kommen. Und wenn ich da bin, spüre ich das Gewicht des Schlägers und ich weiß dann, wo mein Schaft und Schläger ist. So von hier brauche ich nur zu senken, während ich mich drehe, 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 release, 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 drehen, 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 Endposition. Es war wirklich schön, dieses Video für dich zu tun. Alles Gute. Tschüss.